Wir sind heute bei der deutschen Premiere des Films Elemental und werden vielleicht Emilia Schüle und Jannis Niewöhner am bunten Teppich interviewen. Danach werden wir uns den Film anschauen. Wir berichten euch gerne, wie der Film war. Um die beiden geht's, Amber und Wade. Also ich hoffe, dass uns Disney, Pixar da ein bisschen eine Weisheit auch mitgibt, ne? Und uns irgendwie auch vielleicht genau das erzählt, dass alle Elemente so dringend notwendig sind und nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten sollen. Man muss einfach mal loslassen heute im Kino und sich das auf sich wirken lassen und dann hat man einfach riesengroßen Spaß. Wir sind jetzt hier auf dem bunten Teppich, der eigentlich rot ist, und hier werden gleich Jannis Niewöhner und Emilia Schüle vorbeikommen. Was magst du an deiner Figur am meisten? Oh, ich liebe an Amber, dass sie so brennt für alles, was sie liebt. Zum Beispiel für ihren Vater. Also sie ist sehr, sehr familienverbunden. Und das finde ich ganz cool an ihr. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Beim Synchronisieren hat mir am meisten Spaß gemacht, dass Wade, der weint ja sehr viel. Und ich durfte auf 1000 unterschiedliche Arten und Weisen weinen und das war eine große Freude. Wie findest du es, in eine vollkommen andere Welt einzutauchen? Ich liebe das. Also ich finde das ganz toll bei der SynchronsprecherInnenarbeit, dass man nochmal so ganz andere Sachen machen darf. Also ich war zum Beispiel auch schon mal Drachenjägerin bei How to Train Your Dragon und hier bin ich jetzt einfach das Element Feuer. Oder man kann Superkräfte haben, also ich finde das sehr cool. Wir sind jetzt gerade aus dem Film raus und ich fand den Film persönlich echt cool. Und wie war es bei euch? Also ich fand den Film auch richtig cool. Vor allem meine Lieblingsszene war die, das Familientreffen bei Wade. Und du? Ich fand eigentlich auch alles ganz toll. Das war's auch schon. Bis dann. Tschüss.